Die Tintenlande sind da! Endlich ist es soweit. Das dritte Set, das dritte Kapitel wird eröffnet und wir öffnen mit euch diese Produkte. Was werden wir ziehen? Herzlich willkommen zu Totahan Quest for Lorcana. Salve Illuminatori, ich bin Vladimiro. Ich bin Thorsten. Ja, es ist soweit. Ja, mega geil. Ja, wir sind heute Morgen schon früh los gewesen und haben so ein bisschen was für uns organisieren können. Natürlich auch für euch, damit wir zusammen mit euch diese Produkte genießen können und schauen, was da drin ist. Wir freuen uns total und tierisch darauf, weil die Tintenlande sehr viele Themen beinhalten, die wir total mögen. Abenteuer! Ja, für mich besonders DuckTales. Ja. Aber auch das andere wird total spannend werden, denke ich. Wir werden jetzt zusammen mit euch diese Produkte durchgehen. Mhm. Wobei die Starter Decks machen wir in einem extra Video, weil wir dazu auch ein Gameplay für euch machen wollen. Dann spielen wir direkt nämlich die zwei Decks nebeneinander, gegeneinander. Können wir ein bisschen gucken, wie die so funktionieren. Genau, vor allen Dingen mit den Locations dann. Ja, das sind auch für uns komplett neu. Genau. Genau, wie wir damit umgehen müssen und so. Ja. Da sind wir total gespannt. Ja. Genau, und da haben wir dann eben diese drei Produkte. Genau, das ist hier das Gift-Set. Der Trove. Und ein Display. Genau. Die werden wir tatsächlich jetzt auch in einem Video aufmachen. Wir werden aber natürlich darauf bedacht sein, dass die Kapitel unten in YouTube zu finden sind, sodass ihr einfach drauf klicken könnt und ihr euch nur das anschaut, was ihr wirklich sehen wollt. Genau, und die Reihenfolge wird auch entsprechend sein. Am Anfang werden wir das Gift-Set öffnen. Dann nähern wir uns langsam. Genau. Ja, das ist jetzt so eine Geschmackssache. Lieber Trove erst oder das? Ich glaube, wir haben da eine Meinung. Genau, richtig. Also meiner Meinung nach sollte man danach das Display öffnen. Und weil es ja besonders viele Neuerungen gab bei Trove. Dem Trove, machen wir den Trove als letztes. Also wenn ihr dann direkt zum letzten Kapitel rüberspringen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Exakt. Prima, dann fangen wir direkt an. Yes. Machen wir das hier erstmal zur Seite. So, da haben wir das Gift-Set. Ähnlich wie die Gift-Sets, die wir vorher auch schon hatten in den verschiedenen Sets. Und zwar beinhaltet das einmal zwei übergroße Foilkarten mit Stitch und Naseweiß. Ja. Vier Booster Packs. Hier sieht man das nochmal. Steht dann drin, eben diese zwei übergroßen Foils. Zwei spielbare Foilkarten. Dann 32 Schadensmarker, vier Booster und Legendenmarker. Ja. Dann öffnen wir das mal direkt. Let's go! Mal die Frage, wo man es öffnet. Geschenkt. Okay, besser verklebt als beim letzten. Eignet sich übrigens wirklich sehr gut als Geschenk. Also wenn jemand irgendwie Lorcana schon Interesse gezeigt hat, eventuell schon ein Starterdeck hat, kann man das auch wunderschön dann einfach erwerben, jemand dann verschenken, hat da vier Booster, plus diese zwei anderen Karten. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg tatsächlich. Okay, hakt ein wenig. So, da haben wir jetzt hier einmal die Schadensmarker. Mhm. Hier drin, das mache ich jetzt nicht extra raus, sind minus 5 Schadensmarker. Mhm. Einer. Ach, hier sieht man das auch nochmal besser. Okay, da ist noch. Genau. Die beiden übergroßen Foils, die ich gleich auspacken werde. Mhm. Genau. Richtig. Genau, also im Grunde genommen haben wir halt schon oft gesagt, wir nutzen lieber halt Würfel als Schadensmarker. Aber dennoch ist es ziemlich nice, dass das hier einfach im Produkt mit dazu kommt. Genau, man kann direkt anfangen, weil nicht jeder hat vielleicht. Nicht jeder hat. Ja, genau. Ne? Aber dennoch, das ist das. Prima. Dann haben wir hier halt diese vier Booster, die zwei Foils und die übergroßen Foils. Dann geht's einfach mal zu den beiden übergroßen Foils. Die sind natürlich eben nicht spielbar. Aber zum Sammeln reicht. Ja, nice to have. Genau. Kann man sich schön vielleicht irgendwie in einen Rahmen packen, ausstellen. Genau, da haben wir dann einmal Stitch, verdeckter Ermittler. Wendig, nur Charaktere mit Wendig können diesen Charakter herausfordern. Ja. Und hat die Fähigkeit Verstecken, den Effekt Verstecken, solange dieser Charakter an einem Ort ist, erhält er behütet. Und da ist ja die erste Verweis direkt auf die Locations, die Orte. Genau.
Dann haben wir hier noch Naseweiß, sehr kluge Fee, episch. Mhm. Ich darf das nicht verwechseln, ich sage das sonst mal super rare. Was auf Englisch aber episch ja, ist. Ja, genau. Genau, auf Deutsch wäre es aber episch, ja. Genau. Jedes Mal, wenn einer deiner Gegenstände verbannt wird, darfst du jenen verdeckt und erschöpft in deinen Tinnen vorlegen. Ja, okay. Ziemlich nice. Interessant, ja. Genau, tue ich die einmal hier hin. So, die haben wir jetzt hier gesehen. Genau. Dann kommen jetzt die spielbaren Vollversion der beiden Karten. Die stelle ich dann einfach nur mal ganz kurz vor, würde ich sagen. Naseweiß, sehr kluge Fee. So, hier nochmal als spielbare. Wirken gleich nochmal irgendwie filigraner, finde ich. Stimmt. Die sind einfach zu groß. So. So, okay. Wir haben jetzt hier Jafar. Oder Piglet, wie heißt er? Piglet ist auf Englisch. Genau. Ferkel. Ferkel, genau, Ferkel, richtig. Ferkel. Mit wem soll ich anfangen? Mein Enemy. Komm, nehmen wir hier. Yes. Und Jafar. Mal gucken, ob wir auch hier wieder so ein bisschen so die Urban Legends triggern können. Wir hatten das ja schon in einigen Videos mal erwähnt, dass ja. wir das Gefühl haben, dass bei diesen Boxed Sets irgendwie bessere Pulls nochmal drin ja, sind. Ja, als ob die Chancen, eine Legendary oder höher zu ziehen, erhöht wären. Aber das ist natürlich rein subjektiv. Wir empfinden das so und deswegen öffnen wir auch den Trove zuletzt. Genau, weil bei unserem letzten Trove, den wir geöffnet haben, war unsere Enchante ja, drin. Genau. So, da haben wir... Was ist das denn? Das ist was Neues. Ah, okay, dann ach, für Regeln, für... Schadensmarker bewegen. Das ey, warte mal aber, Thorsten. Heißt das denn jetzt, dass dann 14 Karten in so einem Booster drin sind? Weil da sind ja 12 normal drin. Moment, wenn aber jetzt diese zwei Regeln drin sind... Das ist ja, ja, muss ja sein. 12 obwohl, Karten. Ja, 4 Boost, nee, 12 zusätzliche Spielkarten. Genau, aber Spielkarten diese 2, dadurch werden es dann 14 ja. pro Booster. Interessant. Genau. Da bin ich speziell nochmal drauf eingegangen, wie das mit den Orten funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen. Ich glaube, das nee, wir haben dazu auch ein Video gemacht, tatsächlich, genau, als wir die Tinte Lande, genau, als es rausgekommen genau. ist. Aber ja. das ist schon mal cool, dass das sehr dabei cool. ist. Aber jetzt frage ich mich, sind die nur eventuell im Gift-Set drin oder wenn die in jedem Booster drin sind? Das sehen wir nachher. Boah, bin ich mal gespannt. So, dann sind wir da. Unsere erste Karte. Rufus. Katze aus dem Waisenhaus. Mickey Mouse. Sehr schön. Warte, ich muss ein bisschen höher. Ich glaube, so ist gut, ja. Mickey Mouse. Dann Billy Bones. Flynns erster Offizier. Ah, von Schatzplanet. Zazu. Lena Degenflüge, sehr cool. Magierin, ich mag Magier sowieso. Ich finde das Artwork auch ziemlich ja, cool. Ja, natürlich. Ah, Erste, der damit... Ach, der heißt wirklich Patch, auch auf Deutsch. Das wusste ich gar nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Patch? Einschüchternder Welpe. Ich dachte schon, das wäre ein... Hey, hey. Hey, hey. Unser inoffizieller Maskottchen von Tota. Dann, ja, gib frei die Titanen. Ah, nice. Ja, die fand ich auch schon ziemlich stark. Interessant, so ein Titanendeck zu bauen. Ja. Dann Jafar. Okay. Lampendieb. Das ist sogar der auf dem Booster drauf ist. Die Rare Rafiki. Rafiki. Auch ein Magier. Wieder sind wir. Oh! Die erste Letter. Oh, Kida. Kida. Nice. Und? Wir freuen okay. uns. Und guck mal. Truck Duck. Truck Duck. Auf jeden Fall sehr schick, cool. Yes! Ich glaube, wir gehen die nächsten so ein bisschen schneller durch, sonst habe ich ja, das Gefühl, dass das sonst zu lange dauert. Zu langweilig wird. Ja. Aber Karten könnt ihr Gift Set, erster Booster, Legendary. Das ist schon nice. Zufall? Fragezeichen? Urban Legend. Wahrscheinlich eher, ja. Aber okay. Also, das sind immer nette Zufälle, die wir dann immer wieder ja, mal haben. Ne? Das stimmt. Super. So, hier kommen natürlich jetzt auch die beiden Karten ja, wieder. So, Krachbummeranzug. Niki Wanderquack. Wanderquack. Milo Setsch. Zauberbesen. Ja. Sehe was für dich. Ja, yeah, Besendeck. Reparion. Lass mich nicht allein. Wendy Darling. Ich habe einen Traum. Ich auch. Nala. Hares. Oh, cool. Robin Hood. Okay. Robin Hood kostet 4. Und oh, eine Rare Foil. Auf die Beine, jetzt. Auf die Beine, jetzt. Ja, aber schon nicht schlecht, finde ich. Ja, absolut. Ich finde schon, irgendwie diese Boxteile, die haben doch mehr. Es wirkt ziemlich ist wahrscheinlich subjektiv, aber okay.
Okay, ah ja. Track Duck. Du hast mehr davon. Mehr davon. Ja, genau. Entenhausendeck. Krach Bumm Anzug wieder. Milo Setsch. Okay, nicht mehr gut. Meerschaum. Meerschaum. Zauberbesen. Yes. Dalmatiner Wölfe. Oh. Trick-Duck. Sehr gut. Cool. Ursula. Das ist eine gute Karte. Little John. Peter Pan. Schön. Super Rare. Oh, Madame Medusa. Und die ist cool. Ah, okay, aber Pluto. Pluto cool. Voll, okay. Ja, die finde ich auch sehr cool. Ja. Dann das letzte aus dem Gift-Set. Aber was jetzt nicht mehr dabei ist, dass diese bildgebende Karte. Stimmt, ne? mit dem QR-Code, wo man draufsteht. Also die Skizzen, die zu viert dann eine große genau, Karte richtig. Da hatte ich nicht dran gedacht, das wäre doch bestimmt cool, wenn die jetzt was Neues kommt. Das ist ein bisschen schade, aber. Stimmt, okay. Stimmt. Weiter geht's. Ah. Oder bis IA. Oh, unsere erste Location. Erste Location. Agrabah. Wahrscheinlich brauchen wir uns jetzt wieder hier umdrehen. Sasu, den haben wir ja schon mal. Lena Degenflügel. Ja. Gramatala. Reinigendes Regenwasser. Auch ein schönes Artwork. Ja. Simba. Zauberwesen. Ja, Zauberwesen. Ein weiterer. Oh, die Jolly Roger. Zwei Locations. Cool. Ja. Bin ich auch nicht schlecht. Oh! Rare, das geweihte Land. Das geweihte Land. Pride Lands. Aurelianischer Gyros. Ja. Und wieder noch eine Rare. Orkanos. Also momentan, ja, cool. Rares sind voll sind immer besonders. Zwei Rare voll eine Legendary und vier Booster. Okay, cool. Ja, klasse. Stark. Okay, dann packe ich das eben zur Seite. Ja. Und dann geht es das gleich weiter. Ja. Mit Display. So, weiter geht's nach dem Gift-Set. Leider haben wir ein paar technische Probleme, wodurch wir dann eben euch nicht mehr zeigen können, was wir in der weiteren Aufnahme aufgenommen haben. Hier haben wir es aber euch nochmal kurz präsentiert. Das, was ihr im Gift-Set schon gesehen habt, war ja die Kida. Genau, dann haben das hatten wir ja noch auf Band. Genau. Dann hatten wir dann aus dem Booster-Display. Nicht so gut. Genau, leider diesmal nur drei. Also gute Legendaries, ja, ne? Alle und, drei finde ich sehr gut, und, aber nur drei halt. Genau, und sehr viele epische. Ja, da waren sehr viele epische Super Rares halt dabei. Ja. Genau, viel mehr als genau, sonst. Genau. Da haben wir eben Robin Hood, Ursula und Gramatala. Genau. Was und uns aber extrem überrascht hat. Der Banger. Sind diese fünf Legendaries. Ja. Aus dem Trove. Die waren alle im Trove tatsächlich. Ja, wirklich, da kann man wirklich wieder von der Urban Legend reden. Ich meine, das Gift-Set mit der Kida-Reihe, eigentlich schon cool. Bei vier Booster. Ja, klar, bei vier Booster eine Legendary ist immer genau, cool. Genau, und jetzt bei acht Boostern hatten wir tatsächlich sogar in einem Booster, war ja dann Foil Legendary. Und ich weiß gar nicht mal, welche das war jetzt, Robin Hood oder so. Auf jeden Fall, ne? Ja. Fünf Legendaries, das ist schon mega cool. Das ist super gut. Danke nochmal an meinen Verkäufer. Und weiter geht's jetzt aber mit dem genau, weiteren Content. Da wir den anderen Content nicht mehr haben, machen wir jetzt sozusagen noch einen Round mit dem Trove und dann mit dem Display auch. Genau. Deswegen fangen wir gleich damit an. So, hier haben wir das Display. Wie wir eben schon gesagt haben, und das Video nicht mehr da ist, kann man hier sehen, wir haben jetzt halt eine Folierung drumherum. Mhm. Und auch hier mit Locana-Logo und Locana-Stempel, was sehr cool ist. Das zeigt uns, dass Ravensburger auf alle Fälle der Community zuhört. Mhm. Weil das wäre so ein Problemfaktor bei im ersten Kapitel vor allen Dingen. Genau, weil dort ja gar keine Versiegelung in irgendeiner Form war, außer unten dieser Abreißstreifen. Genau. Wo dann ja dann gemunkelt wurde, dass einige Leute an den Seiten dann Booster rausgenommen hätten und ausgetauscht oder einfach weggelassen haben. Genau. Genau. Und im zweiten gab es dann Siegelfilme, die haben das schon besser gemacht. Genau, da gab es drei Stück jeweils an den beiden Außenseiten und einmal hinten nochmal. Genau. Und so ist jetzt das finale Produkt und ich denke, das ist jetzt wirklich betrugssicher, weil man, also wenn man das schafft nachzumachen, dass man das wieder versiegelt mit Folie und dann noch hier die Locana-Stempel und so etwas, ja, Prost Mahlzeit. Also, also da kann man sich, denke ich, schon ziemlich sicher sein. Ich finde das auch ein bisschen besser, weil es ist, naja gut, es ist natürlich Kunststoff, es ist eine Folie, aber es sind keine Klebestreifen mehr. Genau, ja. Deswegen jetzt machen wir auf. Wir machen es halt ein bisschen schneller. Wir kennen auch noch nicht alle Karten, einfach um aber das Video nicht zu lang werden zu lassen. Mhm. Ja, wir freuen uns für jede Enchanted und Legendary. und bitte, wir zählen mit. Und bitte nicht wieder drei Legendaries in dem Display. Das war nicht so ganz gut.
So, und flop. Hey, war das ein Zeichen, dass das technische Problem... Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Aber nicht für den Trove. Nicht für den Trove, nein, nein, der war super. Okay, so sieht das von oben aus. Hier sehen wir Piglet, Mini und Jafar. Ich packe das jetzt mal zur Seite und let's go. Lange sieht keine Booster mehr aufgemacht. Sieht so brutal bei dir aus, wenn du das so aufreißt. Ja, die tue ich mal nach da hin, dann machen wir mal so. Und los geht's. Kida, Stella Duck, Deville Herrenhaus, Pua, Tresortür, Mr. Snoops. Oh Gott, was ist los? Ich glaube, ich mache das immer, ich kann sein, dass ich das mit links mache. Ich weiß nicht, ob 40 Grad ein bisschen strange an, wenn ich ehrlich bin, aber ja. Ja, aber das passt auch nicht. Was ist los? Ich habe schon lange nicht mehr Packs aufgemacht, glaube ich. Kid Wolkenglitzer, oh, der Bayou. Drei Orte, Ja, Karte des Schatzplaneten und eine Nase weiß in Super. Und eine Legendary Foil! Yes! Glückskreuzer! Oh, das du tauschen möchtest. Fängt stark an. Ja, die Legendary ist leider nicht so stark, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Aber es ist eine Legendary Foil. Ja, sehr ähnlich cool. Wie der Mickey Mouse trompetiert tatsächlich. Ja. Aber super, ja, die tue ich fängt doch gut an. Müsste tatsächlich nicht in Cam sein. Wir hoffen mal nicht, dass das schon war. Oh Gott, bitte. Wobei, erster Booster, Legendary Foil, nehmen wir eigentlich gerne. Oh Gott, ja, bei mir fängt es wieder an, dass das nicht geht. Aber heute habe ich so nicht wirklich. Man merkt, ich habe lange keine Booster mehr aufgemacht, glaube ich. Guck mal an, was ist das hier für ein Gefriemel, was ich tue? So, okay, gut. Agrabah. Zazu. Lena Degenflügel, ich hoffe, dass man das auch kennt. Ich gucke wieder nach oben. Obwohl ich da kein Bildschirm habe, okay. Gramatala, Dalmatina Welpe, Kid Wolkenflitzer, der mystische Turm. Ich sehe die Karten jetzt nicht nochmal so, weil sie sind ein bisschen schneller, man kann das sowieso sehen. Schlauli, Rare Bells zu Hause, Peter Pan und Witkatz Schraubenschlüssel. Okay. Was man hier alles so sieht. Meine Güte, ey, was ist denn da los? Nicht, nicht. Na, jetzt soll ich auf den Running Gag anspielen. Das ist heute, glaube ich, so ein Flug, ne? Ey, lächerlich ist das, ehrlich. Okay, weg damit. So, okay, Helga Sinclair, Nazi, Wolkensurf, der Feuervogel, cool. Captain Amelia, ich sag Amelia, aber Amelia steht drauf. Patch, Wildkatz, Pluto, es ruft mich. Morph, sehr cool, sehr cool. Mufasa, 13 für 3, okay. Wolkensurfer, ein Feuer. Weiter geht's. Irgendwie. Wie gesagt, die haben was gemacht, dass man die besser aufmachen kann. So wie ich sie aufgemacht habe, war besser. Was zum Henker? Was geht hier? Du musst die Laschen jetzt da an der Stelle auseinanderziehen. Wo sind da? Das hier meinst du jetzt? Nee, hier, da in der Mitte da. Ah, okay, okay. Dann muss ich mal gucken gleich. Das fühlt sich ja wirklich nicht so. Also nicht so geil an, muss ich sagen. Okay, warte, ich muss den jetzt hier direkt tun. So, weg, weg, weg. Und weiter geht's. Jetzt habe ich wieder Hand gewechselt. Irgendwie komme ich heute nicht so recht. Stitch, Milo Thatch, Verbotener Berg, Rufus, Befehl vom Boss, Prince John, Mama Odie, Ich hab einen Traum. Robin Hood als Rare, Daniel Düsentrieb als Rare. Oh, nice. Und Anna Ramirez, Rare Foil. Cool. Das war doch schon nicht schlecht. Danke. Ja. Du meinst diese Lasche hier wahrscheinlich? Genau dazwischen hier, wenn du jetzt. Ja, ja. Also ich drehe die immer um deshalb und dann. Genau dazwischen. Da, okay. Und da ziehst du okay. Halt. Ich mach's eigentlich immer von oben. Ich mach so Gegendruck und versuche das, aber irgendwie geht das nicht mehr. Ich immer Sorge, dass ich dann da oben Druck aufübe und dann verknickt da irgendwas. Aber eigentlich ging das immer. Die haben das, glaube ich, geändert. Irgendwie kriege ich das nicht mehr hin. Vielleicht könnt ihr uns da Tipps geben, wie ihr das macht. Ich habe auch welche gesehen, die das mit einer Schere machen. Und, oh, ja, da. Da kriege ich immer. Ein bisschen Angst, ne? Ja, nicht nur ein bisschen. So, und let's go. Nottingham. Stitch. Don Camaglie. Verbotener Berg. Rufus, wie seid ihr? Wie steht ihr eigentlich zu den ganzen Orten? Findet ihr, dass die gut sind? Ich glaube, anfangs sehen die komisch aus, aber ich glaube, dass die doch viel Arbeit leisten werden. Mhm. Also, Kida, oh, wunderschön. 99 Welpen, Genie, Lil John, der Boss ist doch der Held. So ist das übersetzt, nice. Ein Freund wie mich,
Und Lena Degenflügel in Foil. Jupp. Guck, 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 guck. Aber ja, da muss man aber nicht mit Gewalt machen, Alter. Das ist es. Ja, aber nein, normalerweise gingen die besser auf als so. Das also ist richtig bei mir schön. Ging echt gut auf. Ja, du, so zwischen Lasche halt. Leider haben wir natürlich keine Beweise mehr, weil. Die Beweise wurden zerstört. Genau. Milo Fetch, ein guter Ehemann. Die Königin, Kid Wolkenflitzer, reinigendes Regenwasser. Dagoberts Zylinder, sumerischer Talisman, Nala. Oh. Super Epic, Dagobert Duck und der Legendary Kida. Kida. Okay, nice. Haben wir schon oft heute gehabt. Kida tatsächlich jetzt schon dreimal in den ganzen Produkten hier haben. Ja. Aber cool. Jo. Ich meine, dafür, dass es sowieso eine deiner Lieblingskarten ist, dein Objekt. Ja, ja, ich wollte sie. Ich habe vor, die in mein Mufasa-Deck zu packen, tatsächlich. Ich glaube, dass die da gut Arbeit leisten könnte. Deswegen freue ich mich eigentlich umso mehr. Ja, zusammen haben wir schon fast ein Playset davon. Ja, ja. Ach ja, du hast zwei, ne? Genau, ich habe zwei Stück. Okay. Ohne. Ruhe. Oh, und weiter geht's. Mickey Mouse. Millie Bones. Salzhof. Lena Degenflügel. Villa Duck. Das ist Villa Duck. Da ist aber kein Geldspeicher drauf. Nee, genau. Komisch, das ist, also ist tatsächlich wohl auch eher so von den Duck-Tests direkt, nicht von den lustigen Taschenbüchern zum Beispiel. Ja, okay. Alles klar. Also blicken. Nani. Motunu. Nala. Oh, Super Rare wieder. Alice. Super Rare Pack schon wieder. Okay. Oh, noch ein Super Rare. Helga Sinclair, ja, war Super Rare Pack. Ja. Und noch eine Super Rare, okay. Das ist natürlich interessant hier. Witzig, eben dreimal hintereinander Rare. Ja. Jetzt dreimal hintereinander Super Rare. Und vor allen Dingen dieser Lyle Tiberius Rourke ist eine sehr, Rourke ist eine sehr starke Karte. Das, die ist eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Und jetzt musst du im Prinzip als Steigerung drei Legendaries hintereinander kommen. Ja. In einem. Ja. Und dann nachher dann drei Enchanted. Das stimmt. Das drei Enchanted vor allen Dingen. Ja. Unterschreibe ich sofort. Wo darf ich unterschreiben? Okay. Im Traumland. Also im Traumland. Zu Lund geht's? Da lang. Es wird einst geschehen. Zauberbesen. Yay. King Louis. Miss Bianca. Prinz John. Nani. Zauberbesen. Stitch aus dem Giftset. Und Herz von Tefiti. Und ein verbotener Berg in Foil. Jupp. Oh Gott, das sind nur zwei sind jetzt. Baboom! Peter Bar. Der Will Herrenhaus. Ein Geschenk machen. Villa Duck. Joshua Sweet. Bruder Tuck. Naseweiß. Karte. Letzter Versuch. Karte. Ursula. Seehexe tatsächlich. Super Rare Pongo. Und Mickey Mouse. Oh, der Indiana Jones Mickey Mouse. Unerschütterlicher Entdecker. Cool, 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 cool. Ja, das ist eine andere Technik entwickelt. Das ist nicht mal die Reistechnik jetzt. Das ist die oben laschen aufziehen Technik. Und du Minimaus, Agraba, dann Kanadje, Diablo, Pluto, Nimmerland, Starkey, Wendy Darling, Gundel Gaukele. Gaukelei. Ich mag die nicht. Google, okay. Herz von Atlantis, coole Karte. Hades, okay. Und Starkey in Foil. Also Enchanted. Ach, der ging jetzt perfekt auf. Genau so ging die früher auf, nämlich. Dass man das so aufmachen konnte. Was geht denn hier ab? Guck so. Genau so. Vielleicht nicht drüber nachdenken. Mal los hier. Das sind wahrscheinlich diese extra zwei Karten, die drin sind. Die haben das Gewicht verlagert. Und Kokomora ist ein Pirat, ne? Ja. Eins wird geschehen. Zauberwesen. Chuck Duck. Orville. Ich bin bereit. Starkey. Rolly. Minnie Mouse als Rare. Captain Hook als Rare. Oh. Minnie Mouse als Rare. Das ist nice. Das ist schon das zweite Mal mit Super Rare. Mit Rare Pack. Ja. Uno, due, und Razul, coole Karte, starke Karte. Solange dieser Charakter unbestätigt ist, er hat plus 2. Das ist eine sehr gute Karte. Für eine Common vor allem. Jim Hawkins, mehr schauen. Fliegender Teppich, oh. Truck Duck, lass mich nicht allein.
Trick, Tack. Das ist ein Wortspiel. Tack. Oh mein Gott. Trick, Tack. Ja. John Silver Rare, yes. Ja. Milo Thatch Legendary. Und der Bayoun Foil. Kombokarte. Aber cool, ja. Ja, du bist jetzt mindestens schon mal genauso gut wie ich bei meinem Display. Ja, wobei dein Robin Hood und deine Grey Matala cooler sind. Und Ursula. Als ja, aber Ursula hattest du nicht in dem Display, meine ich. Was war denn noch? Es war Kida, es war Robin Hood auf alle Fälle. Kida war in Trove. Du hattest zwei Kidas. Ja, genau. Die erste Kida war im Geschenkset. Ah, okay. Ja, also ich meine Ursula, Ramatala. Nein, weiß ich nicht. Und Robin Hood. Ja. Egal. Ja, schon. Zauberbesen. Grammar. Kida. Hast du gemerkt eigentlich, dass auf Atlantisch da steht? Was steht da eigentlich? Atlantanisch. Weiß ich nicht. Okay, die Wolkenfetzer. Maui. Captain Hookstegen. Orkanos als Rare. Super Rare, Madame Medusa, freue ich mich. Und Kid Falcon, cool. Kid Wolkenfetzer in Foil. Nice. Das muss ich weiter unten verkaufen. Das wurmt mich jetzt, ne? Das wurmt mich. Ja, ich muss so. Genial. Das ist wahrscheinlich sogar schonender halt, ne? So was zu machen. Kannst du nicht so machen, das kannst du wegtun. Machst du so, Ruhe, drehst du um, und weiter geht's. Babum! Jim Hawkins, Wolken Surfer, Fingerteppich, Mate Marion, Patch, Dagobert Zylinder, Robins Bogen. Haben wir schon mal gesehen? Nee, doch, ja, ja stimmt, ja. Stimmt. Aber Bogen, Robins Bogen. Bogen, ja. Der hat wahrscheinlich nicht mal aufgenommen, das hat ja, er ja, genau. Maui, Maui's Fischhacke, wie yeah. Cool! Lucky als Rare und Skippy. Skibidi, Skibidi da. Skibidu. Skibidu. Keine Chance. Keine Chance. Das ist die neue Art, wie man Booster aufkriegt. Zip, zip. Nimas. Ariana. Curly. Diablo. Pluto. Mr. Snoops. Jafar. Nicht der, den ich brauche. Trigger. Thaddeus E. Clank. Hüter des Schatzes als Rare. Gundel Gaukelei. Ja, je nachdem. Super Rare. Und lass mich nicht allein. Okay. Gut. Boah, dieser Pack wird hier unfassbar vollgepackt. Hier sind 12 Legendary drin. Oder eine Enchanted. Ja, schauen wir mal. Ich nehme lieber 12 Legendary oder eine Enchanted. Das kommt drauf an, ne? Stimmt. Das ist eine gute Frage. 12 zu Olymp geht's? Da lang. Peter Pan. Curly. Der Feuervogel. Ist ein Titan, ne? Ne, ist kein. Ach, traumischer Schuh. Ist kein Titan. Okay. Reparieren. Dalmatina Welpe. Haben wir gesehen? Ja, Polaris. Ja, stimmt. Ich habe einen Traum. Ja, der Bayou. Bernard. Super rare. Simba. Und Billy Bones. Aber auch hier wieder relativ viele Super Rares, ne? Also epische. Ja, aber keine, wo ich jetzt sagen würde, dass der jetzt, also außer die Medusa. Die Medusa finde ich, glaube ich, cool, aber sonst finde ich jetzt nicht, dass da irgendwas war, wo ich sagen würde, wow, geil, gute Super Rare. Weiß ich nicht. Naja, weiter geht's. Rasul. Niki Vanderquack. Sir Heiss. Die Königin. Captain Amelia. Rani, ist irgendwas? Rolli. Captain Hookstegen. Es ruft mich. Gustav der Riese. Alles klar. Hatten wir noch nicht, ne? Ja. Ferkel. Das ist sehr gut. Und Tresorchen. Okay. Ja, ich muss sagen, irgendwie sind so die Legendaries noch mau. Sind es noch 6? Ich glaube noch 6. Mit den 7. Ja, genau. Okay, das war vorhin so ein ähnlicher Stand, aber da hatte ich erst einen. Ja, okay, aber ist trotzdem nicht wirklich befriedigend. Also. Kida. Komoda. Swiss. Jago. Mate Marion, Befehl vom Boss, Chellabox, Anhänger, Jolly Roger, Granitos, Mama Odie, Robin Hood Legendary, okay, und dann Pluto. Aber ist doch cool, bist schon ein besser als ich. Ja. Und es sind noch 6 Stück. Ja. Hier, oder? Doch, noch 6 jetzt, ja. Eine davon war aber auch eine Foil, ne? Die darfst du technisch gesehen nicht mitzählen in den normalen Slot. Ja, okay. Also wenn es trotzdem erstmal da, weil der Foil-Slot kann ja alles Mögliche sein, deswegen, das ist zwar cool, dass er da ist, aber ist momentan noch 3, so wie du sie hattest tatsächlich. So, okay. Dewey.
Vajana. Ein guter Ehemann. Gundelgaukelei. Ablenken. Joshua Sweet. Robertsburgen. Kianos Palast, sehr cool. Mama Odie. Dann ist der Rare Helga Sinclair. Dann haben wir hier eine Rare Maui's Insel Mixi. Die haben wir auch noch nicht. Ja, stimmt. Und ein Meerschaum in Foil. Ganz cool. Five to go. Due. Und so, Krach-Bumm-Anzug. Niki Wanderquack. Milo Thatch. Zauberwesen. Reparieren. Provisorischer Flieg. Ursula. Gut, davon habe ich nicht viele gesehen tatsächlich. Hm. Okay. Gundelgaukelei. Scroob, ich hasse diesen Typen. Vor allem, als er das macht im Film. Genau diese Szene. Ich mag den gar nicht. Ey. Wirklich. Sternlichtfiole. Hatten wir noch nicht, glaube ich. Ana Ramirez. Und oh, nice. Der Boss ist doch der Held in Foil. Okay, das ist, glaube ich, auch eine K-Karte. Der fühlt sich wieder so schwer an. Hattest du das nicht vorhin schon mal gesagt? Ja. War er nicht Robin Hood Legendary drin? Ah, vielleicht. Vielleicht war das sogar vor, ich weiß es nicht. Zip. Zip. Oh. Du. Okay. Der Gasse Claire. Nazi. Skibby. Iago. King Louis. Miss Bianca. Dagobedag. Couscous Palast. Stutzbomber. Verfluchte Meerleute, finde ich sehr cool. Little John, hallo. Und der Zauberwesen. Nein, der war so schwer, weil Little John drin war. Wahrscheinlich. Ja. Obwohl der Wesen ist so dürr. Ja, dann genau. Dann müsste das so ausgleichen. Dann müsste das ausgleichen, absolut. So. Die letzten drei, ne? Oh. Due. Robin Hood. Seefahrt. Abschau. Gunde Gaukeli. Ablenken. Orwell. Wildkatz Schraubenschlüssel, die Königin, Herr Smee, gute Karte. Maui als Wal, okay. Probier's mal mit Gemütlichkeit, finde ich gut, starke Karte. Und Helga Sinclair als Feuer. Okay, wenn wir das tatsächlich so betrachten, ja. Bist du tatsächlich wie auch bei drei. Vielleicht haben die Ratios verändert. Vielleicht, das wäre aber schade. Oder wir haben einfach nur beide extrem Unglück. Das wäre auch schade. Mickey Mouse. Dabei. Ja, stimmt. Billy Bones. Skippy. Bua. Tresortür. Nimmerland. Die Herzkönigin. McMoneysack. Simba. Reyes Pluto. Freue ich mich sehr. Super Reyes Shenzi. Freue ich mich sehr. Und hey, hey. Last Pack. So, dank des unglücklichen Umstandes, dass wir das Video jetzt nochmal neu drehen, haben wir ja schon mal ein bisschen besseren Überblick. Jetzt hängt es von dem Pack ab. Ja, und dann könnt ihr uns gerne auch mitteilen, wie viele Legendaries ihr in so ein Display gezogen habt. Genau, wenn ihr ein Display gekauft habt, was ihr dann da so drin habt. Ja, genau. Also ich bin mit den Legendaries zufrieden, aber drei ist echt wenig. Entweder die haben die Ratios angepasst. Wie gesagt, der vierte ist eine Holo, also Foil. Mhm. Die ist im hinteren Slot. Die kann man dazu rechnen, aber das sind halt nicht die, die man so finden soll. Da kann ja alles mögliche drin sein. Immer. Seefahrt. Da schon. Ein Geschenk machen. Kid Wagenfitzer. Lass mich nicht allein. Motu Nui. Sturzbomber. Jasmin. Rare ist das Schloss der Königin, was sehr cool ist, sehr starke Karte, ja. Hades und ja, Granitos, das okay. War's. So, das erste Resümee dazu, wenn wir jetzt die Displayboxen sehen. Das sind die vier Legendaries, die hier rausgekommen sind. Genau. Mit der Ausnahme, wie du gesagt hast, von Glücksspielzeug. Ja, weil das halt eine Foil ist, ja. Aber und, okay, das ist, genau. Ist also gut. Dann hat die vier und die... Da antun. Ich sage, dann sehen wir uns gleich sofort wieder mit dem Trove. Bis gleich. So. Wieder da. Da ist ein Trove, Leute. Genau. Der Trove ist diesmal besonders interessant, weil die jetzt neue Sachen damit reingetan haben. Zusätzliches Equipment sozusagen. Genau, machen wir es mal so. Ne? Hier kann man wunderschön sehen, würde ich sagen. Ein bisschen zu schnell. Und hier ist Stitch, Jafar und Ferkel. Ziemlich cool, die Aufmachung. Wenn wir das Ding jetzt mal umdrehen, kann man auch sehen, was dazu gekommen ist. Früher war die Box da, die sehr cool ist. 8 Booster Packs, die Standard sind, sag ich mal. Hinzugekommen sind einmal die Trenner in den jeweiligen Farben, was sehr cool ist, wenn man die Karten in der Box selbst aufbewahren möchte.
Zweitens ist ein Legendenzähler mit reingekommen, was ja, sehr auch cool. Sehr cool ist tatsächlich. Den zeigen wir auch gleich. Und 6 Schadenswürfel, die sozusagen die Schadensmarke dann ersetzen sollen. Genau. Sehr cool. Let's go. Nee, das ging bei mir auch nicht anders. Jetzt cheatest du. Was soll's. Oh, hier ist die RLS Legacy. Glaube ich, dass sie so ist. Zack, was tun wir da hin? Ja, let's go. Schauen wir mal hier. Also, wir holen erstmal die Sachen raus, die hier drin sind. Ich tue das mal kurz zur Seite hier, damit wir das hier besser sehen können. So, das ist drin. Das ist drin. Und dann haben wir den Zähler und die... Machen wir mal die Fallstunden drin waren. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. So, perfekt. So, jetzt gilt es, den anderen Schub zu betrüfen. Das aber erstmal zu dem anderen. Das waren 5 halt. Ich weiß Wobei, nicht. So gesehen dann auch 4 mit dem Voll. Ja, da waren 4. Ja, okay. Aber trotzdem. Ja. Das sind die Würfel genau. Wieder. Die haben wir eben natürlich schon gezeigt, sagen wir jetzt nochmal. Sehen sehr cool aus, muss ich sagen. Ja. Sind ein bisschen klein, aber das macht nichts. Die zeigen einfach an, wie viel Schaden man drauf hat. Bringt also, ja auch nichts, wenn die größer wären, ja. Weil so viel Platz ist ja nun auch nicht auf der Karte. Karte. Genau, richtig. Desto kleiner, desto besser. Eigentlich wenn es leicht zu markieren. Also ich finde auch die Marmorierung sehr schön. Ja, ist wirklich cool. Hochwertig. Ich finde, die sind wirklich schön. Gehen wir mal dahin. Das ist Legendenzähler. Und zwar geht er von 0 bis 20 logischerweise. Vielleicht so rumhalten, wenn man das sieht. 0 und 20, ne? Kann man schön durchbringen. Dann sieht er auch ein bisschen anders aus. Ja. Sehr cool. Und hier haben wir dann die Dividers, die Kartentrenner. Oh. Ja, damit hatte ich vorhin auch zu kämpfen. Das ist aber interessant, da können wir das noch nicht. Alles klar. Tschick. Und hier kann man die alle sehen, sind die auch richtig Farben. Bernstein, Amethyst, Smaragd, die haben aufgepasst. Bravi Ragazzi, in richtiger Reihenfolge. Rubin, Saphir. Und Stahl. Wunderschön, wie ich finde. Sehr gut verarbeitet. Und fühlen sich auch gut an. Ja. Relativ dick. Doch. Ja. Wir sind perfekt, halt, so wie Registerkarten. Halt, ja. Damit man, wenn man die Karten sortiert, kann man nämlich dadurch einfacher sozusagen die Farben finden. Perfekt. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt weiter. Objekt der Begierde, die 8 Booster. Also im Video, was wir leider nicht mehr haben, hat Thorsten halt 5. Legendaries rausgezogen, was unfassbar hoch ist für 8 Booster. Ja. Machen wir uns nicht vor, sowas passiert einmal alle paar Weihnachten. Deswegen fangen wir mal direkt an. Oh, du. Jupp. So, es wird eins geschehen. Zauberwesen. Traktak. Drachbummanzug. Nidofetch. Reiniges Regenwasser. Brudertak. Es ruft mich. Sumerischer Talisman. Peter Pan als Rare, Vulcanus als Rare und Baboom als Foil. Weiter geht's. Juhu. Zum Halbdinken. Ja. Und ja. Okay, Merscher. Zauberbeast. Remataner. Zum Lüb. Geht's da noch? Peter Pan. Miss Bianca. Nala, Zauberwesen, Maui, Bernhard, Lil Jon und Rufus. Jupp. Guck, du hattest jetzt, glaube ich, schon 3 Legendaries bei dir. Nicht doch mit dem dritten. Aber da kamen ja gleich 2. Ja, genau. So. Uno. Due. So. Curly. Feuervogel. Reparieren. Tui. Vajana. Kira. Und sie Welpen. Mac Money Sack. Captain Hookstegen. Der Zauberhut. Chernabog. Und die Lampe. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Nee, die hatten wir noch gar nicht. Also, ich muss gestehen, ich würde mich freuen, wenn eine Legendary drin ist. Einfach weil, wie gesagt, dein Pack war einfach Ausnahmezustand. Mhm. Und deswegen, eine Legendary finde ich immer noch eine gute. Aber wenn du hier eine Enchanted drin haben solltest, ne, dann muss man gucken. Ja, ich ziehe Enchanted schon seit, keine Ahnung, für 600 Packs nicht. Also. Ablenken. Nottingham. Siffert. Orville. Polaris. Ich habe einen Traum. Der Bayou. Captain Hook als Rare.
Minimog als Rare und die Königin als Foil. So, der ging jetzt gut auf. Zack. Und du. Wolkensurfer, der Feuervogel, Captain Amelie, Tui, Milo Thatch, Rösischer Flicken, Trick Duck, Ursula, ja endlich, Scroob, geh weg bloß du, Hades, Rafiki und Dalmatinerwelpe, Jupp. Also momentan ein sehr schlechter Troll halt, ne? Und das zeigt wiederum, wir sagen zwar immer wieder, Urban Legends, vielleicht sind da mehr, nein, das ist einfach nur glücksabhängig, also. Ja, weiß ich nicht. Das fährst du einfach nur Pech gerade. Obwohl, du hast nur drei Stück, ne? Ja. Abwarten. Was heißt, das ist einfach nur glücksabhängig? Du hast gesagt, du hast einfach nur Pech. Also, es ist glücksabhängig. Nein. Ist ja das Gleiche. Nein. Ich meine, wir haben es ja schon öfter erlebt. Nein. Das ist einfach nur subjektive, zum Glück, da, ne? Einschätzung. Della Duck. Nimmerland. Wildkatz, Schraubenschlüssel. Simba. Es ruft mich, Herz von Tefiki, Simba und ich bin bereit. Wir haben noch zwei Stück, keine Legendary und ich glaube sonst auch keine guten Karten tatsächlich. Nichts, was mich jetzt irgendwie jetzt so rühren würde, wo ich denke, oh ja, cool. Also ja, weiter geht's. Es wird eins geschehen. Zauberwesen, King Louis, Robin Hood, Kokomora, Patch, Symmetrische Talisman, Nala, Zauberwesen, Bernhard, Prinz Erik. Oh, erste Jafar auch noch. Den wolltest du unbedingt und dann noch in voll. Eine Gedenkminute für Vladi und Jafar. Das ist natürlich nice jetzt. Eben nicht wissen, wie viel Geld die kostet. Oh Mann. Okay. Ja, dafür hat sich der Shop schon gelohnt, muss ich mal sagen. Weil das wird eine super gespielte Karte sein, die noch in Foil. Ich könnte mir vorstellen, dass die bestimmt einen guten Preis-Tick hat. Geile. Wenn es hier noch ein Enchanted kommt, dann geh ich wieder mit dieser Theorie mit. Aber Enchanted, was soll denn sonst noch kommen? Wenn kein Enchanted kommt, dann brauche ich das nicht. Aber hallo, habt ihr mal gesehen, bitte, was für ein Artwork? Das ist schon ziemlich schick, nice. Ne? Vor allem Foil. Also ich freue mich echt für dich. Verblüffender Illusionist. Dankeschön. Ja. Cool. Ja, wirklich, wirklich, wirklich klasse Karte. Super starke Karte. Und noch voll mega. Was kommt, interessiert es nochmal? Ja, wäre gut. Klack-Duck, Klack-Boom-Anzug, Milo Thatch, reiniges Wasser, Ginny. Und der Kuss ist für zwei. Ah, okay, wie alles. Couscous-Palast, Maui, Peter Pan, Karte Schatzplaneten und Einzelmüll. Naja, ist okay. Deine Box war trotzdem besser. Aber ich freue mich natürlich um diesen Jafar sehr, muss ich sagen, ehrlich jetzt. Nice, ich bin zufrieden. Und das ist die Hauptsache. Ja. Ja, wir hoffen, ihr habt Glück bei euren Produkten und schreibt uns gerne, was ihr so gezogen habt. Bitte. Um die Urban Legend wieder zu beleben. Technisch gesehen könnte man das auch wieder darunter verbuchen, technisch ja. gesehen. Ja, gut. Aber sonst war das echt schwach. Also deins haben wir gesehen am Anfang des Bilds, was. Ja. Aber ja, schon krass, was du gezogen hast. Ja, ist auch schade, dass wir es euch nicht präsentieren können, aber so ist das mal. Genau. Und ja, dann würden wir sagen. Danke, dass ihr euch das lange Video angeschaut habt. Nochmal als Reminder, wir haben die Kapitel ja gesetzt, ne? Also ihr könnt das an Kapitel gucken, selbst wenn welcher Mensch schaltet am Ende des Videos ein, keiner wahrscheinlich. Aber falls eben so ist, ne? Vielen Dank, dass ihr da geblieben seid. Und nicht vergessen. Genau, comment, like und subscribe. Das hilft uns ganz, ganz, ganz doll. Und wir wünschen euch einfach einen wunderschönen Tag, Abend oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.